Was geht ab, meine Z-Fighter, Oster hier. Und das 3-jährige Jubiläum im globalen Dokkan Battle hat nun endlich angefangen. Dementsprechend werden wir uns alles anschauen zu Part 1 des 3-jährigen Jubiläums der Celebration. An der Stelle wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr zuhört, weil ich werde euch jetzt alle Informationen zu Part 1 geben und dann werdet ihr auf jeden Fall gedeckt sein, damit ihr da quasi Part 1 durchsteht sozusagen. Aber eine Sache ganz, ganz wichtig: Das Boss Rush, wenn ihr euch das Video anseht, ist schon online. Die Boss Rush Stages, die 19 Stages, werden wir im heutigen Stream ab 12 Uhr werde ich live gehen auf Twitch. Die Links in der Beschreibung werden wir da bewältigen an der Stelle. Die Banner selbst sind noch nicht online, wenn ihr das Video hier anseht. Wenn das Ganze online geht, kommen die Tage online. Das Ganze werden wir uns dann dementsprechend gleich näher betrachten. Nämlich, wir gehen ganz chronologisch von oben nach unten an der Stelle. Dokkan Anniversary Celebration Part 1. 27 Events erwarten uns. Wann geht die Celebration? Wenn ihr das Ganze online, wenn das Ganze online ist, das Video, ab dem Zeitpunkt bis zum 23. Juli, 2 Uhr morgens unserer Zeit, geht Part 1. Danach folgt logischerweise Part 2. Falls ihr schon wissen wollt, was auf Part 2 auf euch zukommt, der Link ist in der Beschreibung, was uns quasi im Jubiläum selbst erwartet in dem Video. Aber die ganze Celebration an sich mit Part 1 und Part 2 geht dann bis zum 13. August. Also ein bisschen mehr als 4 Wochen. An der Stelle haben wir wirklich sehr, sehr viel vor uns. So, Nummer 1. Login-Boni. Schauen wir uns gleich hier Tate an, was da abgeht. Genauso wie die Missionen. Daily-Missionen, Special-Missionen. Schauen wir uns gleich näher an. Eine Facebook-Like- und Comment-Campaign wird online sein. Wenn ihr das Ganze anseht, bei mir noch nicht, wenn ich das Ganze mache. Aber checkt auf jeden Fall die Facebook-Seite vom globalen Dokkan Battle Lab, die offizielle Seite. Wir müssen da quasi mehr oder weniger die Beiträge liken und kommentieren, um da gewisse Sachen zu bekommen. Das werden wahrscheinlich dann Stones sein und ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich werde einen Link in die Beschreibung setzen, dann wisst ihr da mehr an der Stelle, wenn das Ganze online ist. Es gibt einen Dragonstone Sale, super Discount Dragonstone Sale, und schon mal aus vorweg, den lila Dragonstone werden wir aus den Sales bekommen und nicht aus der Pilas Trophy. Wie gesagt, da habe ich an alle gesagt, wartet da noch ab, bevor ihr zu voreilig seid. Und das ist quasi ein JP geblieben. Wie genau? Schauen wir uns gleich an. Das Dragonstone, der Sale ist noch nicht online, wenn ihr das Ganze ansieht. Das wird erst online kommen mit den Bannern. Aber zu den Bannern selbst haben wir in-game noch keine Uhrzeiten. Darauf komme ich gleich zurück sprechen. Also sobald die Banner online gehen, geht auch der Sale online. Und zwar können wir jeden Tag ein Dragonstone zum Preis von 1 kaufen. 50 Dragonstones zum Preis von 6 einmalig. 12 Dragonstones mit 80% drauf einmalig. 32 Dragonstones mit 50% einmalig drauf. Da werden 2 neue Packs hinzukommen. Nämlich könnt ihr euch 77 Dragonstones kaufen. Das Pack mit 77 Dragonstones. Wenn ihr das kauft, bekommt ihr zusätzlich den lila Drachenschein, den ihr Dragonstone, den lila Dragonstone, den ihr dann eintauschen könnt quasi gegen einen der Neogard-Lila. Schauen wir uns gleich näher an. Und ihr könnt bis zu 6 Mal einen Pack kaufen, in dem ihr 100 Dragonstones kauft, und wenn ihr das macht, bekommt ihr zusätzlich 50 Dragonstones dazu. Ich weiß, wie gesagt, die Preise von den Sachen nicht, weil das noch nicht online ist. Wird aber die Tage an der Stelle dann online kommen. Wenn ihr das Game zum allerersten Mal startet, kommt ein Film. Es gibt auch einen Link dazu in den News. Da könnt ihr draufhängen, da könnt ihr euch den Trailer immer und immer wieder ansehen. Dazu habe ich eine Live-Reaction, oder ich mache das so, ihr schaut es euch da an der Stelle, wenn ihr wollt. Wie gesagt, mit dem lila Dragonstone könnt ihr euch an der Stelle eines der Neogard-Lieder holen. Welchen ihr euch holt, müsst ihr auf jeden Fall für euch selbst entscheiden. Schaut her, okay, wen brauche ich nicht, wen werde ich nutzen, wen nicht an der Stelle. Und genau. Gut. So viel dazu, das Ganze kommt dann auch quasi auch online, beziehungsweise könnt ihr dann das eintauschen, wenn natürlich die Dragonstones online kommen. Einen roten Dragonstone bekommen wir an der Stelle auch, Red Dragonstone, God Dragonstone 3, mit dem können wir eines der neuen Charaktere holen. Werden wir uns gleich anschauen, diesen roten Dragonstone bekommt ihr, wenn ihr euch einloggt. Das Login-Modus werden wir uns auch gleich näher betrachten. Dann wird noch ein Pack online sein, im Pilaf Strophe, wenn ihr das Ganze ansieht, nämlich mit dem Blue Dragonstone. Diesen Blue Dragonstone könnt ihr euch im Barbershop eintauschen gegen eines der 70% Lieder. Diesen müsst ihr euch auch erkaufen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was Inhalt da sein wird. Auf jeden Fall sind Orbs, Elakai und ein Blue Dragonstone, den ihr eintauschen könnt. Wie viel das kosten wird, kann ich euch auch noch nicht sagen, aber schaut auch am besten auf der Pilaf Strophe vorbei, wenn ihr das Video ansieht an der Stelle. Dann wird es eine Stamina-Campaign geben. Im Endeffekt ist er genau, wird das genau gleich wie in JP sein. Wenn wir, das geht am 7.7.38 los, also wenn ihr das Ganze anschaut, wenn wir quasi, je mehr Stamina wir verbrauchen in dem Zeitraum bis zum 23.7., je mehr Sachen bekommen wir zurück. Unter anderem sind da 3 Strength-Stones mit dabei. Diesen Free-to-Play-Goku, den wir auf 100% bei SC10 bringen können und dann quasi an der Stelle erwecken können. Mit den Medaillen, die wir haben. Falls ihr euch fragt, wie der Goku drauf ist, hat dazu auch ein Video gemacht, kann ich in die Beschreibung setzen, könnt ihr euch an der Stelle ansehen. Also im Endeffekt, tut so viel Stamina wie möglich verbrauchen, damit ihr auch die ganzen Sachen bekommen. Porunga Wish Campaign. Porunga Wish Campaign wird auch online sein, wenn ihr das Ganze anseht. Was hat es damit auf sich? Beziehungsweise hier erstmal, wie verläuft das Ganze? Jeden Tag können wir ein Porunga, also ein Dragon Ball
uns einsammeln, einen nemiganischen Dragon Ball. Jeden Tag über 3 Wochen heißt 21 Dragon Balls. Sofern wir, sobald wir 7 Dragon Balls haben, können wir uns natürlich einen Shenlong-Wunsch hervorrufen. In dem Fall Porunga. Und Porunga tut uns 3 Wünsche erfüllen aus folgenden Wünschen, die wir uns da wünschen können. Und da sind da ganz nette Sachen dabei. Zum Beispiel Potential of Strength Kais, Incredible Gems und so weiter und so fort. Könnt ihr euch gerne mal an der Stelle ansehen. Aber worauf ich hinaus will ist, jeden Tag werden wir eine Quest bekommen, die wir bewältigen müssen, damit wir diesen Dragon Ball, einen Dragon Ball von dem Tag bekommen. Wenn ihr ein paar Tage später die Quests macht, von den letzten Tagen, kein Problem. Ihr müsst sich alles am selben Tag machen. Hauptsache, ihr macht es alles während der Periode, während der Celebration. Zu den Daily Quests, was die Daily Quests sind. Sie werden natürlich jeden Tag freigeschaltet. Aber hier an euch, Freunde, hört ganz, ganz gut und richtig zu. Ich werde euch die Mission schon einblenden. Shoutout an Reddit. Das Ganze wurde geleakt. Welche Missionen jeden Tag online kommen werden über die nächsten 21 Tage. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, dieser Link aktualisiert sich, die Page aktualisiert sich, heißt, ihr seid jetzt schon gedeckt und wisst jetzt schon, was ihr jeden Tag machen müsst und ich bitte euch, nutzt diesen Link, nutzt meine Social Media Kanäle, damit ihr da immer up to date seid, es kommen nämlich immer dieselben Fragen auf und obwohl ich das im Video abbehandle, die Links euch zur Verfügung stelle, wäre es auch gut, wenn ihr sie wünscht quasi und damit ihr immer informiert seid, das und das passiert. Also im Endeffekt habt ihr hier die ganze Liste, die euch schon für die 21 Tage zeigt, was ihr genau machen müsst für die Tage. Natürlich wird das erst jeden Tag freigeschaltet. Also damit seid ihr gedeckt. Checkt die Links aus, Leute. Dann macht ihr euch das Leben auf jeden Fall einfacher und müsst euch immer nachfragen. So, nämlich, vielleicht haben das manche von euch gemerkt, das Friends Summon hatte ein Ablaufdatum, komischerweise in den Daten. Wird down gehen, kommt aber online, nämlich, wenn ihr das ganze Video ansieht, mit einer Erneuerung, das finde ich sehr, sehr cool. Nein, kein neuer LR. Aber wenn ihr da Multisummon macht, in dem Friend-Summon gegen Friend-Points immer noch, dann bekommen wir gewisse Bonus-Items dazu. Und diese Bonus-Items können auch Grand Kais sein. Grand Kais jedes Typus heißt, esse können wir leveln von den Charakteren. Finde ich sehr, sehr geil. Das geht bis zum 13. August, 2 Uhr morgens. Finde ich cool an der Stelle, dass für das 3-jährige Jubiläum das Special Friend-Summon kommt. Finde ich sehr, sehr cool. Also könnt ihr an der Stelle gut Friend-Summon und ich hoffe, ihr bekommt da sehr, sehr gute Bonus-Items. Genau. Damit geht es auch zum 3-jährigen Jubiläum. Könnt ihr im Barbershop gibt es Coins, die bekommen wir durch Missionen oder durch Login-Boni, können wir uns gleich betrachten. Und dadurch könnt ihr im Barbershop euch gewisse schöne Sachen holen. Also es ist eine neue Währung, zum Beispiel Grand Kites an der Stelle oder viele Items. Hidden-Possession-Systeme werden jedes Wochenende online sein, die Stages könnt ihr euch erfarmen. Das werden wir uns gleich näher betrachten, ist quasi ein Free-to-Play-Gohan, den wir Free-to-Play auf 100% bringen können, mit seinen eigenen Orbs wie Goku Jr. Bulma. Sein Extreme Z-Battle kommt aber erst zu Part 2. Gucken wir uns gleich an die Stage von diesem Goku, schauen wir uns auch gleich an die Special Stage an der Stelle. Macht sie auf jeden Fall schon mal jeden Tag. Boss Rush Stages sind wie gesagt online, wir werden das Livestream ab 12 Uhr. Und boom, Dual Dokkan Festival. Ella Vegito, Ella Goita. Was gibt es da zu sagen? Wir haben keine Uhrzeit, wir haben nur, hier stehen 8.7. Das kann bei uns entweder auch 8. Juli sein oder wegen der Zeitverschiebung 9. Juli. In den Daten ist momentan geleakt, 8. Juli 37, ich hatte das für unwahrscheinlich, warum, wir haben, beziehungsweise wenn ich so in dem Zeitpunkt, in dem ich das Video hier drehe, sind noch nicht die Ingame-Teaser zu den Dokkan-Events online. Werden wahrscheinlich online kommen, wenn ihr das Video schon seht, wenn das Ganze online kommt, diese Teaser zu den Dokkan-Events, in der Regel nach 2 Tagen erscheinen auch die Dokkan-Events. Also sind diese geleakten Zeiten erstmal nur ein Platzhalter, frühestens dennoch 8.7.37 bzw. 8.30 Uhr. Spätestens 9.7., nämlich nach Ablauf des Teasers, 7.30 Uhr, 8.30 Uhr erscheinen die Banner. Ich halte 9.7. für wahrscheinlicher, ganz einfach, wenn ihr mich fragt, aus Erfahrung und aus den Gründen, die ich euch genannt habe. Wie gesagt, frühestens 8.7., ich halte viel für wahrscheinlicher, 9.7., 7.30 bzw. 8.30 Uhr morgens wird das Ganze erscheinen. Nicht nur die Banner selbst, sondern wir wissen auch schon, hier steht es dran, Tickets werden kommen, mit einem Super-Multi-Discount für 300 Stunden wird das Ganze online kommen. Aus dem Super-Multi-Discount werden wahrscheinlich die ersten Steps vergünstigt sein, danach werden wir für Summon wahrscheinlich Tickets bekommen, die wir dann noch zusätzlich, mit denen wir dann zusätzlich summon können, in einem Ticket-Banner zu den beiden Bannern, sind natürlich 2 verschiedene Banner, wie es in JP war. Und wohlgemerkt, GSSR haben wir, aber nur GSSR geht nur bei Multisummon, indem wir Stones verballern. Heißt, für die Tickets wird eigentlich kein GSSR sein. So ist es bis jetzt gewesen. Aber wir werden dann natürlich schlauer, wenn das Ganze online kommt. Aber ich halte es für unwahrscheinlich. Bei den Multisummon Dragon Stones werden auf jeden Fall GSSR sein. Genau dasselbe gilt für die Dokkan-Events, werden dann auch zu dem Zeitpunkt erscheinen, wenn die Banner online kommen. Das Storyland ist auch online, wenn ihr das Ganze anseht. Könnt ihr euch gerne mal angucken an der Stelle. Dann gibt es noch eine Facebook-Campaign. Das müssen wir quasi noch, Special Campaign müssen wir betrachten.
Ich weiß noch nicht, was da abgehen wird, wenn ich das Video drehe. Wenn das online sein wird, würde ich schon schlauer sein. Ich werde das Ganze posten auf meinen Social Media Kanälen, Instagram, Discord, Twitter, alle Links in der Beschreibung. Checkt es auf jeden Fall ab. Ich tue euch da daily mit Content fördern und lasse euch immer wissen, was gerade up to date ist. Die ganzen Typen meiner werden wegkommen mit Elderkai, Promethizam und Orbs, je nachdem, also physisch Orb, Int Orbs und so weiter und so fort, je nachdem. Physisch Banner, da sind auch natürlich die Eller drin mit GSSR, sind eigentlich gar nicht mal so schlechte Chancen, die Eller zu ziehen, aber bleibt im Hinterkopf die ganzen ersten Eller. Broly, Gohan, Majin, Goku Black und Trunks werden auch gefeatured im Off-Part-Zeit kommen. Müsst ihr quasi selbst entscheiden, wo ihr summon werdet, aber das physische Banner kommt am 38 Int am 15. Argel am 18. Tag am 21. und Strength am 24. Von heute bis zum 13. August, 2 Uhr morgens, sind nun, regeneriert sich unser Stamina nun alle 3 Minuten statt 5 Minuten. An der Stelle verballert euer Stamina, damit ihr da coole Sachen bekommt. Vierfach Experience auf die Quest ist auch online. Vierfach quasi Erfahrung bzw. Bonus, während ihr trainiert. Und 30% auf das Barbershop ist auch online. Dann gucken wir uns mal genauer die Sachen an. Nacheinander Login, Boni, Special Mission etc., was ihr da an der Stelle machen müsst. Wenn ihr euch zum allerersten Mal einloggt in das Spiel, bekommt ihr 10 Dragonstones, diesen Red Dragonstone, mit dem ihr euch einen Charakter holen könnt, und 5 von diesem Super Saiyan 3 Goku. Wir werden uns gleich dementsprechend alles detailliert ansehen. Zusätzlich bekommen wir jeden Tag, indem ihr euch einloggt, und ja, euer Login-Boni ist versetzt. Ihr nehmt die letzte Ziffer eurer ID, ändert eure ID auf 0, bekommt eure Login-Bonus um 2 Uhr morgens bzw. nachts, ändert sie auf 1 um 2 Uhr 10, ändert sie auf 2 um 2 Uhr 20 und so weiter und so fort. Ihr müsst quasi immer 10 Minuten drauf addieren pro Ziffer, die ihr hochgeht, letzte Ziffer von eurer ID. Bekommt ihr quasi 3 Anniversary-Münzen, 3 von diesen Battlesuit-Training-Items, Support-Items natürlich, und ein Ticket. Durch die Mission bekommen wir daily noch 2 Tickets, heißt wir bekommen daily 3 Tickets an der Stelle, sind echt gute Tickets. Das für unser Ticket-Banner, das momentan online ist. Was macht die Support-Item während der Celebration? Nur während der Celebration, nur danach hat es den Effekt verloren. Bekommt eine Key plus 4 und habt den Damage-Reduction von 20% für 3 Runden. Ist gar nicht mal so schlecht so an der Stelle. Zusätzlich bekommen wir noch jeden Tag 3 Dragonstones, also wir bekommen sehr, sehr viel. Und das Ganze steht hier zwar nur dran, geht bis zum 23., aber danach fängt der Part 2 an. Bekommt noch ein Elderkai an der Stelle, Orbs und so weiter und so fort. Könnt ihr euch gerne abchecken, was ihr da bekommt. Wie gesagt, das bekommt ihr zum Erstlogin. Dieser Goku ist ein Super Saiyan 3 Kategorie Supporter. Durch seine Passive gibt der Super Saiyan 3 Kategorie Attack Manf 33%. Ja, die 3 ist jetzt natürlich Main an der Stelle. Barbershop könnt ihr euch, wie gesagt, abchecken, was ihr euch da holen könnt gegen die Münzen. Gewisse Grand Kais, Awakening Medals und so weiter und so fort. Könnt ihr euch gerne ansehen, Support-Items. Das, meine Freunde, ganz, ganz wichtig, hört zu. Das ist ein Story-Event, in dem ihr euch den Gohan holen könnt. Diesen Gohan könnt ihr Free-to-Play durch die eigenen Orbs, durch die eigenen Medaillen auf 100% bringen, wie Goku Jr. und Bulma zum Beispiel. Ich habe dazu einen Guide gemacht. Ich werde es hier ganz kurz einblenden. Dieser Guide war auf JP, aber er ist 1:1 gleich, was alles anbelangt, die Stage, die Missionen. Ich werde den Link auch in die Beschreibung setzen. Schaut es euch an. Aber hört noch, ganz wichtig, hört richtig zu. Dieser Gohan droppt zwar auf Stage 1, aber ihr geht nicht hin wie üblicherweise und holt euch 10 Stück und bringt ihn auf SA 10 durch die Stage. Nein, ihr macht das nicht. Warum? Denn durch aus den Missionen bekommt ihr diese ganzen Gohan, indem ihr ihn Free-to-Play auf SA 10 bekommt und die ganzen Dupe-Pfade öffnet. Was ihr machen müsst, ist einfach, ihr holt euch auf jeden Fall einen aus der Stage und dann, beziehungsweise zwei, wenn er zweimal droppt bei euch, und dann bringt ihr ihn quasi im Dupe-System. Für jeden 10er Schritt bekommt ihr durch die Mission einen Gohan. 10% ein Gohan, 20% ein Gohan und so weiter sofort, außer bei 100er bekommt Elderkai. Zusätzlich, wenn ihr die Pfade öffnet bei dem Gohan, bekommt ihr auch einen Gohan zurück. Heißt, ihr codet die ganzen Gohan, damit ihr ihn auf SEC bringt und die Dupe-Pfade öffnet durch die Missionen. Wie gesagt, schaut euch aber meinen Guide ein, da gehe ich näher drauf ein und da bekommt ihr die ganze Information, beziehungsweise seht ihr das auch. Ansonsten macht auf jeden Fall die Stages, holt euch quasi die ganzen Sachen. Ihr braucht 5 Medaillen, um diesen Dude zu erwecken an der Stelle, richtig, und holt quasi die ganzen Orbs, um ihn zu erwecken. Genau, wie gesagt, die ganze Information, wie viel Obst ihr genau braucht, bekommt ihr quasi aus dem Guide. Diese Stage hier könnt ihr jeden Tag einmal machen. Das macht ihr auch bitte. Ihr bekommt da sehr viel Erfahrung und Münzen. Aber zusätzlich dazu bekommen wir noch jeden Tag, wenn ihr das jeden Tag macht, bekommen wir ein Teamkosten, diese Items, Location, 10 von den Goldmünzen, 15 von den normalen Münzen. Und wenn ihr das 5-mal in einer Woche macht, bekommen wir noch Platin-Herkul-Statue, Turtle Shell und so weiter und so fort. Macht das auf jeden Fall jeden Tag. Also ihr merkt schon, ihr habt sehr viel zu tun, aber macht es einfach. Genau, diesen Trailer, da ist ein Link dabei, könnt ihr euch gerne nochmal ansehen, falls ihr euch ansehen wollt. Und aus dem God Dragonstone 3 könnt ihr euch einen der folgenden Charaktere holen. Entscheidet euch hier auch für euch selbst, wen werde ich gebrauchen, wen will ich nutzen,
Wen werde ich auch nutzen? Diese drei oberen würde ich nicht nehmen. Ich würde eher empfehlen, aus dem unteren Block welche zu nehmen. Warum? Die bekommen wir später Free-to-Play mit einer neuen Währung. Aus den unteren, das sind die Charaktere, die quasi Extreme Sea Awakening haben bzw. bekommen. Freezer bekommt noch einen, Broly hat sein, Goku hat sein, Cell bekommt sein, Int Ultimate Gohan bekommt jetzt erst bekommt jetzt demnächst sein auf JP. Diese drei Dudes haben sie noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie welche bekommen, weil die oben haben auch schon ihre Extreme Sea Awakenings. Und wie gesagt, da müsst ihr quasi für euch selbst entscheiden, welchen ihr holt. Zum Abschluss noch die Mission, Freunde, hier am besten passt ihr nochmal ganz, ganz auf, gut auf, auch wenn es ein bisschen lang ging. Und zwar gibt es 33 Special Missionen während der Kampagne, die sind permanent, die könnt ihr quasi bewältigen. Wir schauen uns aber erstmal die Daily Mission an und bitte, bitte, bitte macht die Daily Mission, damit ihr kein einziges Ticket verpasst. Nämlich, jeden Tag geht ihr her, verballert, verschwendet 20 Stamina, bekommt ihr 2 Tickets. Durch den Login-Boni sind das 3 pro Tag. Macht das auf jeden Fall. Wenn ihr irgendeine Story-Stage cleart, Story-Event, also zum Beispiel aus dem Story-Event von dem Gohan, bekommt ihr Medaillen. 2-mal Story-Event clearen, bekommt ihr Training-Items. Wenn ihr die Stage von dem Goku cleart, to Galaxy Edge, die Special Stage, Stage, die ihr einmal täglich machen könnt, bekommt ihr Training Location. Wenn ihr irgendeine Stage 3-mal macht, bekommt ihr Training Locations. Wenn ihr ein Multisum mit Friends Sum macht, bekommt ihr Friend Points zurück. Wenn ihr ein Dokken Event cleart von der Nacht von Freitag, Samstag, bekommt ihr einmal den Medaille von dem alten Kai. Und wenn ihr das von Samstag oder Sonntag macht, bekommt ihr den von den Shin die Medaille. Und wenn ihr alle Missionen macht, Daily Mission, bekommt ihr einen Dragonstone. Okay. Nun zu den Special Missions. Bis jetzt sind nur die Missionen bis 25 gelistet, die anderen quasi von 26, Mission 26 bis 33 werden zu Part 10 zukommen. Und zwar, aufpassen, das sind permanente Missionen, die müsst ihr nicht daily machen, die macht ihr einmal und gut ist. Wenn ihr müsst irgendeine Stage mit dem Super Saiyan 3 Goku, also mit dem Super Saiyan 3 Goku, den wir bekommen haben, in eurem Team machen, bekommt ihr 3300 Friend Points, okay. Wenn ihr euch von Shenlong etwas wünscht oder Porunga, bekommt ihr einen Dragonstone. Wundert euch nicht, manche von euch haben das quasi schon bekommen, weil ihr quasi Shenlong gerufen habt. Es ist egal, ob ihr Shenlong oder Porunga ruft, Hauptsache ihr habt die Dragon Balls zwar benutzt. Dann, wenn ihr die Stages, die neuen Stages des Events auf sie hat cleart, alle von dem Gohan beispielsweise, bekommt ihr 3 Jahresmünzen. Wenn ihr einen Charakter Zero Wake, bekommt ihr eine Silberstatue. Wenn ihr ein Level eines Charakters, die Super Attack eines Charakters Level, zum Beispiel von einem Free-to-Play Gohan, Goldstatue, wenn ihr einen Charakter Dokken erwägt, zum Beispiel von einem Free-to-Play Gohan, bekommt ihr, sollte eigentlich Platt-Herkules-Statue sein, genau. Sorry, die von einem Gohan, von einem Goku-Stage war eine Diamant-Herkules-Statue, das ist Platt, ihr Diamant gibt mehr. Und wenn ihr quasi Charakter auf 100% erweckt, in dem Fall macht ihr es am besten mit dem Gohan, Free-to-Play Gohan, bekommt ihr 2 Dragon Stones. Wenn ihr 10 mal Vegeta besiegt auf der speziellen Stage, das ist die Stage von dem Goku, bekommt ihr 1 Dragon Stone. Wenn ihr diesen Gohan holt, den Free-to-Play Gohan, bekommt ihr 1 Dragon Stone. Wenn ihr in irgendeiner Stage das neue Item benutzt, bekommt ihr 5 Stück von denen. Clear Stage under Special Condition ist an der Stelle, wenn ihr einen Charakter im Team habt, der zu Kategorie Planet Namek Saga gehört, ist jetzt auch online, bekommt ihr auch quasi eine Münze. Falls ihr euch fragt, was Special Condition ist, ein Charakter der Planet Namek Saga in euer Team nehmen und damit einen Stage machen. 3 Stamina, 500 Stamina, 1000 Stamina verballern, bekommt auch gewisse Sachen. Dokken einmal, dreimal, siebenmal, zehnmal schaffen, bekommt ihr auch gewisse Sachen. Und Galaxy to the Edge, also macht wirklich jeden Tag, macht jeden Tag die Goku Stage, verpasst da keinen Tag, weil wenn ihr das bis zu 15 Mal macht, bekommt ihr Orbs. Free Orbs an der Stelle, sehr, sehr cool. Und wenn ihr quasi gegen eine Treasure-Währung im Barbershop etwas einkauft, bekommt ihr 3 Jahresmünzen zurück. Und wenn ihr 20 der 33 Missionen schafft von dem hier, bekommt ihr ein Elder Kai. So viel zu den ganzen Informationen, Freunde. War ein bisschen viel, aber ich hoffe, ihr habt ganz gut mitgepasst, ganz gut hingehorcht, weil das müsst ihr quasi tun, nicht mehr und nicht weniger für Part 1. Für Part 2 werden wir uns dann quasi sprechen. Wie gesagt, befolgt alles, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr auf jeden Fall gut gedeckt. Ich hoffe, alles hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch alles näher bringen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal. Danke fürs Einsehen. Einsehen. Danke fürs Einschalten, Freunde. Wir sehen uns. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.